So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf der Drei Stern. Wir hatten im letzten Video die Kühe versorgt. Jetzt sind wir dran, versorgen weiterhin die Tierchen. Allerdings, Wasser gebe ich ganz zum Schluss. Allerdings jetzt halt mit unserem Anhänger, der hier eigentlich stehen sollte. Wo habe ich das Ding denn schon wieder abgestellt? Ach, da vorne. Ich dachte schon. Jetzt hätte es aber hier fast 13 geschlagen. Da wäre aber jetzt fast der Hintern auf Grundeis gegangen. Da wäre aber hier fast die Sonne explodiert. Ach ja. Ich vergaß. Der hat ja nicht so was Cooles. Der bremst ja automatisch jetzt. Die dynamischen Schläuche. Aber wie gesagt, also wir haben ja jetzt schon ein neues Gerät. Das ist ja momentan noch im Forsteinsatz, der 471. Da müssen wir mal gucken, ob der das hat. Wäre eine schöne Sache. Ist ein cooles Gerät. Und hinzu kommt, der hat Leistung. Der hat wirklich Leistung. Ja. Ja, ich glaube, so viel werde ich nicht brauchen, aber ich habe jetzt schon mal mitgedacht für die nächsten paar Male. Damit ich das Gleiche also wieder vernünftig abkippen kann. Abkippseite hinten. Ich hoffe, dass es rechts ist. Guck mal in der Außenansicht nach. Also wenn ich jetzt nicht Denkfehler wieder habe, dann ist es die rechte Seite. Ansonsten dürfen wir gleich schippen. Der Inhalt reicht für die nächsten 3 Tage. Wer hätte es gedacht? Es würde auch wahrscheinlich bis morgen noch reichen, gehe ich da mal von aus. Aber was man hat, das hat man. So kann ich jetzt sagen, Tag 5 brauche ich nichts machen, Tag 6 brauche ich nichts machen. Uiuiuiuiui. Hast schon gesagt, dass der ordentlich am Rutschen ist. Uiuiuiui. Und jetzt stellt euch das mal vor. Ein großer LKW, voll beladen mit Hackschnitzeln. 52 Tonnen drin. Und dann über so eine Strecke. Ich musste teilweise angeschoben werden. Ging gar nichts mehr. Deswegen war ich auch schon happy, dass noch jemand mit auf dem Server war. Der hat mich dann angeschoben mit dem Trecker. Ich habe schon eine Abschleppstange besorgt. Das hat aber leider nicht funktioniert. Ich bin da zu doof für. Ich weiß, dass wir das in einem Livestream auch schon mal hatten. Und daher auch wieder Probleme hatten, aber wir hatten es dann irgendwann mal hinbekommen. Ich wusste jetzt nur nicht mehr wie. Ganz ehrlich. War ich irgendwie zu doof hier. Und, auf jeden Fall hat er mich dann rausgeschoben. Bis auf die Straße, die ja gestreut war, zum Glück. Aber, ansonsten hast du da echt ein Problem. Also kommst du nicht mehr vorwärts. Und wie gesagt, das mit Forstgedöns und so weiter und so, die brauchen wir wenig. Und so weiter und so fort, ne? War schon ein hartes Stück, echt. Ah, ich brauche unbedingt mehr Schweinchen. Kühe geht eigentlich auch nochmal das Doppelte. Ich meine, dann fressen sie auch das Doppelte an Futter und an Ballen und so, aber. Also ich denke mal so 40 Kühe, das wäre schon, ist schon Ziel. 40 Kühe, 50 Schweinchen, 40 bis 50 Schafe. Schafe sind ja eh pflegeleicht. Da können auch 70 Stück stehen. Das macht den Braten nicht fett. Wo fahre ich hin? Denn er wusste nicht, was er tat. Soll ich hier mal direkt durch?
Ist eigentlich noch eine einfachere Strecke als die andere Strecke da, ne? Gerade wenn es hier so am Schneien ist. Ho, Aber ich lehne mich das nächste Mal nicht so weit aus dem Fenster. Mitten im Schnee. Oder aus der Tür, weil die noch offen ist. Liegt aber daran, weil ich hier jetzt noch ein paar Mal auf und absteigen muss. So quasi kurz vorm Ende mache ich nochmal zu. Ja. Aber wie gesagt, ich wusste jetzt echt nicht mehr, wie die Abschleppstange funktioniert. Von daher ist es jetzt halt so gelaufen. Mein Gott. Hat ja funktioniert. Zum Glück. Wie gesagt, bin ich angeschoben worden. Ja, nee, aber wie gesagt, also ich werde mal ausprobieren, wie das aussieht mit dem Ford, mit dem Schild vorne dran, ob ich da was weggeschoben bekomme. Problem ist halt auf den Wegen mit Tipp-Collies. Na, die Wegen sind ja mit Tipp-Collies gemacht. Werde ich wahrscheinlich keinen Schnee schippen können. Es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ist natürlich bei Feldwegen schlecht. Bei normalen Wegen geht das. Aber müssen wir einfach mal gucken. Ich konnte ja hier auf dem Hof auch ein bisschen schieben. Vielleicht gibt es ja so ein paar Stellen, wo man was schieben kann. Wir werden es auf jeden Fall sehen. So. Was fehlt dir noch? Nur noch Wasser. Dann lasse ich den doch, glaube ich, gerade mal so stehen, ne? Das, glaube ich, ist das Sinnvollste. Den hier schnell reinzufahren mit noch ein bisschen Mais drin. Also das war eine Fummel leider. Wirklich. Mit dem kleinen Hänger Holz zu machen, war echt richtig krasse Fummelei. Da hatte ich auch irgendwie gar keinen Bock mehr drauf irgendwann. Dann habe ich mir den großen noch gegönnt, zumindest halt als Leihgabe. Und tja. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, war jetzt auch nicht die beste Idee. Leihgabe kostet halt immer Kohle. Und ich glaube, ich hätte den auch so kaufen können, ohne Probleme. Wäre halt nur wieder Ausgaben gewesen, wo ich nicht weiß, ob sich das rentiert, weil bis auf Holz und Häckselgut sehe ich für den ganz, ganz großen Hänger, wofür du halt auch einen LKW brauchst, eigentlich keinen Einsatzzweck, bin ich ehrlich. Also für ein bisschen Raps und so weiter, da kommt nicht die Menge zusammen. Das ist Blödsinn. Ich muss auch noch vernünftige Hänger suchen. Ich habe jetzt jede Menge Hänger durchprobiert. Bisher aber noch keine vernünftigen gefunden, die dynamische Schläuche haben. Da muss ich echt ein bisschen noch weiter suchen. Also da gibt es bestimmt welche. Ich hatte auch mal einen gehabt. Aber da war irgendein Problem, weswegen der wieder rausgeflogen ist. Jetzt hatte ich schon geguckt gehabt, selbst der mit der Überladefunktion, der hat auch nicht gedönt. Ich glaube, ich hatte echt Probleme mit der Performance, als der drauf war. Aber wie gesagt, das müssen wir mal gucken. Dann Dieselproduktion wird auch eine ganz spannende Sache. Gehe ich so mal schwer von aus. Ob man genügend Raps zusammenbekommt, um auch eventuell den Komposter anschmeißen zu können. Dann neben Dieselproduktion, Komposter, ja, Saatgut und Dünger. Ne? Da freue ich mich drauf, dass man das Zeug endlich dann selber herstellen kann. Weil momentan ist es halt immer noch auch für den Kostenpunkt. Und so kostet das ja nichts, außer halt ein bisschen Getreide. Aber das rentiert sich ja. Dünger kannst du mit Mist und Gülle herstellen. Also wirklich eine gute Option.
Und Flüssigdünger kann man damit auch herstellen. Das heißt, die Spritze wandert dann wahrscheinlich auch weg. Ob ich die jetzt schon die schicken kann, weiß ich nicht. Aber ja, das wird schon klappen. Bin ich zuversichtlich, dass da noch was anderes kommt. Gibt ja auch noch demnächst ein paar schöne mit dem Platinum-Addon. Ja. Im November. Und dann guckt man sich das halt mal so an, ne? Also, ich werde auch gucken, dass ich ins neue Jahr hinein noch auf dieser Karte spiele. Mir die so bastel, wie ich sie haben möchte. Und dass ich dann vielleicht wirklich mal wieder ein bisschen länger auf einer Karte gewesen bin. Wirklich mal sehr, sehr viel Zeit verbracht habe und mal sagen kann, hier, da habe ich wirklich mal drauf gespielt. Also auf jeden Fall das Ziel. Es wird auch eine Winterkarte geben. Definitiv. Eine richtige Winterkarte, wo sehr, sehr viel Ackerbau betrieben wird. Sehr, sehr wenig Holz gemacht wird. Im Winter sehr, sehr schnell vorgespult wird. Und es gar nicht so viele Tiere geben wird. Dafür aber sehr viel Feldarbeit und große Maschinchen und so. Dann wird mit GPS gefahren. Ja. Hier geht auch ohne GPS, bin ich ganz ehrlich. Würde auch ohne GPS gehen. Nutze ich vielleicht dann zum Ernten. Das finde ich ist halt schon so eine Sache, das kann man machen. Ansonsten würde ich sagen, klassisch halt Spurreise und gib ihm. Ich würde halt noch gerne Kartoffeln machen. Ich komme halt nur nicht mit dem Maschinchen klar. Dann bräuchte ich halt den großen Brummer. Und ich weiß es nicht. Der große Brummer, ob der wirklich sein muss. Wenn, würde ich auch wirklich gucken, dass ich dann vielleicht noch so einen Tieflader oder so organisiere. Dass es dann halt wirklich wie so eine Show halt da vorgefahren wird, anschließend wieder zurückgefahren wird. Aufs nächste Feld, da das gleiche und so richtig lohnunternehmermäßig, ne? Aber es ist schwer umzusetzen. Auf jeden Fall. Aber das wäre noch so eine Sache, da hätte ich auch vielleicht Bock drauf. Das Ding kostet aber halt echt eine Menge Kohle. So, ich habe schon mal die Tür zugemacht. Der. Eieieiei. Ich habe mich jetzt ernsthaft in einem Zug festgefahren. Der wird jetzt auf jeden Fall wieder geparkt, dann springe ich halt durchs Fenster durch. Und dann geht's weiter mit dem Ford. Mal gucken, was ich da geschoben bekomme. Schaufeln ging auf jeden Fall eben nicht viel. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Also, momentan fallen die Motoren noch nicht bei mir aus. Also, ich kriege die noch locker flockig an, auch wenn sie draußen stehen, die Maschinen. Ich dachte, da wäre irgendwas gewesen. Hätte ich mal gelesen. Gewesen, gelesen. Naja. So, Tür zu. Ah, lasst mich raus. Jo. Wie gesagt, wir probieren es jetzt nochmal. Gucken wir jetzt mal, wie es aussieht. Hier mal schon schnell zu. Ich denke mal, so schnell fahre ich hier nicht mehr durch. Frontlader müsste ich auch wieder reinfahren. Kein Problem. Wozu gibt's Spiegeln? Echt überrascht, man sieht ihn jetzt, glaube ich. Der kleine Spiegel in der Mitte für die Anhängerkupplung. Ist das ein geiles Teil? Also in der Mitte vom Kran. Wie man sich sowas einfallen lassen kann, total geil. Jo. So viel zu dem Thema. Oh.
Aber ich. Auf jeden Fall. Ja. Ich werde auf jeden Fall noch mich nach Sämaschinen umgucken. Weil da muss es auch irgendwas Schönes geben. Kann ja nicht sein. Also ich habe da noch nichts so richtig abartig Geiles gefunden. Ne? Aber da gibt es bestimmt was. Nur ich habe es halt noch nicht gefunden. Gerade für Maissäen und so. Da gibt es bestimmt gute Sachen. Eieiei, jetzt fängt er aber hier an zu holpern, wa? Jo, ist ja gut. Zack, zack. Ja, dann schieben wir hier noch. Schön ansetzen. Ja, sieht gut aus. Jetzt hat er zu arbeiten. Holter die Polter. Ich glaube, ich habe auch zu viel vorne dran, ne? Zu viel Last. Ich schieb das mal hier rüber. So. Man kann halt nicht so ewig lange Strecken ziehen. Mit sowas. Aber ist auf jeden Fall schon eine Arbeitserleichterung mit dem Schild. Als jedes Mal mit der Schaufel zu arbeiten. Kann ich ja nur sagen. Wunderbar. So, mal gucken, was er mitnimmt. Was er hier wegkriegt. Ja, wie man sieht, gar nichts. Also hier ist komplett Sense, hier kannst du auch nichts abkippen oder so. Und da ist halt das Problem. Ne? Ist schön gedacht, wirklich. Ich hatte auch schon mit ihm gequatscht, auch wegen dem Gras und so. Aber... Ah, ist doof. Ich komme nicht in die Pötte, hier kann ich nicht fahren. Da muss ich jetzt dann immer gucken, dass ich dann irgendwie noch anders da irgendwie hinkomme, aber keine Schnitte da überhaupt wegzukommen, ne? Also. Tja. Wie man sieht, sieht man nichts. Hier ist überall Kolli verbaut. Da passiert gar nichts. Aber okay. So ist das halt. Passiert hier wieder was? Ein bisschen was, ne? Ein bisschen was kann er hier wegnehmen. Naja. Okay, also. Ich könnte ja auch rein theoretisch nur über Gras ziehen. Und da wegschöffeln. Das geht auch. Da macht das. So, du stehst. Wenn, stehst du eh falsch rum dafür. Da fahren wir hier mal so ein bisschen Offroad. Ist schon ganz gut, dass ich jetzt mit dem hier runtergefahren bin, weil den brauche ich hier eh jetzt gleich. Dann gucken wir jetzt einfach mal, was hier weggeht. Gar nichts. Er ist wirklich im Wald. Da ist er eigentlich schon zu spät. Also hier im Wald sind Bäume. Wer es nicht weiß, im Wald sind Bäume, unfassbar. Da wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Kann ich jetzt schon sagen. Aber, oh, ja, den haben wir schon. Ich weiß, ja, alles gut, ja. Ah. Ein paar habe ich schon gefällt hier. Ja, aber selbst der hier hat Traktionsprobleme ohne Gewicht oder sonstiges. Tja. Wie gesagt, deswegen habe ich hier einen Dolly geholt.
Aber das sollte gehen mit dem. Bin ich zuversichtlich. Naja. Jetzt haben wir aber wirklich reichlich über Minuten. Es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nur ausprobieren mit dem Schieben. Wir machen noch ein bisschen weiter mit dem Holz. Ich wünsche euch was. Sag bis zum nächsten Mal. Und mit dem Anblick, was hier so passiert ist, das Stück, wie gesagt, wandert alles nur hier rein und was an kleinen Geschnipsels ruhig bleibt. Da vorne fehlt nur so ein kleines Eckchen. Ansonsten ist schon richtig was passiert und richtig was weg. Wenn die Schneemaske einmal weg ist, wird auch neu gesät. Gar keine Frage. Aber das Stückchen Wald werde ich wahrscheinlich in längerer Zeit dann nicht anrühren können. Also die Regel ist, glaube ich, 2 Jahre. Wir haben hier außenrum aber noch genügend Wald. Also da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Es wird aber nicht mehr so massiv groß wie jetzt. Ja. Also wie gesagt, hier sind ja noch einige Bäume. Die werden auch klein gemacht, hier vorne dann reingestapelt. Alles, was über ist, wird in Hackschnitzel noch wieder direkt verarbeitet, soweit der Plan. Und da vorne das Eckchen kommt, ist dann noch weg. Dann haben wir da auf jeden Fall erstmal Ruhe. Und das hier können wir auch noch zur Not übers Jahr machen oder sehen wir dann. Also das sollte nicht das Problem sein, das noch wegzukriegen. Vielleicht bleiben so zwei, drei Stümmelchen da noch stehen. Wer weiß. Auf jeden Fall, wie gesagt, wünsche ich euch mit diesem schönen Anblick auf den Hof. Ich habe gar keine Screenshots gemacht. Muss dann alles nachholen. Wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ciao.